Hallo Leute, willkommen zurück zu Eine Stunde mit, und heute geht's um das Spiel Ninja Senki DX. Ich hoffe, ich bin ganz gut zu verstehen, zu hören, denn diese Musik, die im Spiel durchläuft, ist nicht zu ändern oder so. Und ich finde die ein bisschen laut. Aber gut, ich versuche es trotzdem mal. Ninja Senki DX, das ist im Monat Februar für die PlayStation Plus Mitglieder kostenlos zum Zocken. Und zwar für die PlayStation 4, PlayStation 3 und Vita, glaube ich, im PlayStation Store zu finden. Und ich habe es schon ein bisschen gezockt. Allerdings bin ich nicht sehr weit gekommen, weil es gibt eine Stelle im zweiten Level, die für mich noch unpassierbar war. Ich weiß nicht, wie oft ich die versucht habe, aber bin da immer dran gescheitert. Und ich habe eigentlich wenig Hoffnung, dass das diesmal in der Aufnahme jetzt anders sein wird. Aber gut, wir werden es sehen. Ich werde es bis knapp eine Stunde spielen oder halt, wenn ich an der Stelle versage und nicht weiterkomme, dann irgendwann aufhören. Wir werden es ja sehen. Okay, ja, was gibt's noch zu sagen? Also Ninja Senki DX, ich kannte es vorher nicht. Ist schon ein paar Jährchen älter, das Spiel. Es erinnert auch stark an Super Mario und so weiter. Allerdings in schwer, würde ich sagen. Jo. Und dann drücke ich mal einfach Options und mache ein neues Spiel. Los geht's. Katakuichi beginnt. Genau, wir sind dieser kleine lilane Ninja. Wir können springen. Wir können diese Wurfsterne schießen. Wir haben einen Doppelsprung. Und das war's. Und genau, das ist der erste Gegner. Bis dahin geht's noch einigermaßen. Versucht mich auch an den Level zu erinnern, wie das war, aber es ist schon ein paar Tage her. Mal gucken, wie es mir gelingt. Ja. Da wollte ich jetzt alles aufsammeln. Allerdings ist das, wenn man noch ungeübt ist, ein bisschen schon eine Herausforderung. Ja, da muss man nämlich in der Luft springen. Da wurde ich das erste Mal getroffen. Man hat oben so 5 Lebenspunkte. Und ja. Und da ist, glaube ich, eine Speicherstelle. Wenn man aus dem Bild ins nächste rüber geht. Ach, fuck. Na, fängt das schon gut an. Und bei 1000 Punkte, wenn man die erreicht, wird entweder die Lebensenergie aufgefüllt oder, ach Mist, man bekommt ein extra Leben, wenn die Lebensenergie voll aufgeladen ist an der Stelle. Ist mir, glaube ich, bis jetzt nur einmal gelungen.
Nein! Ach Mann. Letztes Leben. Na toll. Nein. Oh. Shit. Nein. Nein. Das war ziemlich glücklich. Na, shit. Okay. Das war das erste Level. Assassin. Jo. Katakiuchi. Und das zweite Level. Ach. So, tot. Das Gute ist, dass man an der Stelle mit vollem Leben, mit zwei Leben, wie man sieht, an der Stelle dann weiterzocken kann. Sonst wäre es auch ziemlich unmöglich, da überhaupt weiterzukommen. Nein. Ah. Nein. Ziemlich schlecht, was ich hier abliefer, aber naja. Noch ein Punkt, dann habe ich die 1000. So. Jetzt habe ich wieder volle Energie. Und den Burschen hier zu passieren ist ziemlich unmöglich, ohne getroffen zu werden. Deswegen lasse ich mich einfach mal fallen. Das sind viele Punkte, die einen entgehen oben, aber egal. Die hole ich mir noch, aber den Rest, ja, kann man nicht ändern. Da ist normalerweise hier noch ein Gegner, den man von der Seite, von hier, da ist noch einer. Abschießen kann. Wäre, würde das ja noch ein bisschen mehr Spaß machen. Und jetzt kommt die besagte Stelle, die ich noch nicht geschafft habe. Auch wenn ich jetzt hier volles Leben und zwei extra Leben noch habe, es ist ein bisschen schwierig. Aber ich probiere es jetzt einfach mal. Drück mal die Daumen. Ah, ne. Das war noch nicht die Stelle. Ach Mist! Ich habe ganz vergessen, wo ich bin. So. Den ersten. Ah Mann! Ein Stückchen weiter komme ich eigentlich noch. Gucken, ob es mir gelingt.
Nee. Nee. Versagt. Ja. Ich glaube, ich probiere es nochmal. Continue. Yes. Katakuchi. Nein. Ja, und das Projektil, das verfolgt einen. Hätte mich da der erste Gegner nicht getroffen, hätte ich jetzt ein extra Leben. Aber so halt eben nicht. Nein! Ach, Mist. Da sind wir wieder, ne? Nein! Mist. Ja. Ich glaube, das ist genau die Stelle. Die besagte Fuck-Stelle. Ja. Und? So. Und. Ah, nee! Habe ich ganz vergessen, dass das Gespenst kommt. Nee! Ich versuch's nochmal. Ich war nicht auf der Höhe. Also, da versagen mir die Nerven oder so weiter, weil ich es ja schon so oft versucht habe. Und, ja. Ziemlich. Ah, oh, nee! Ja, egal. Einmal getroffen. Leider, weil. Ach so, nee, die. Doch. Möglichkeit des Extra-Lebens besteht ja, aber nicht mehr. Bestand. Thank you.
So, da sind wir. Jetzt noch den Gegner hier. Ah, na, egal. Und dann sind wir auch schon da. Na los. Ne, genau da, genau das ist die Stelle. Ich müsste da oben nämlich einmal schießen und dann sofort springen. Und das ist das Problem. Das ist das Problem, was ich habe. Ja, das ist genau das Problem. Nein! Ah! Zu spät gesprungen. Kleinen Tick zu spät. Einen kleinen Tick früher. Dann würde man das schaffen. Würde ich das schaffen? Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Nein! Fuck. Fuck you. Das ist die Stelle. Das ist die Stelle, die ich meine. Und, continue. No. Ja, sorry. Also, nicht sorry, sondern, ja, ist halt so, mich frustriert das, weil ich das schon so oft versucht habe und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Aber das Gute daran, an dem Spiel ist, dass man an genau der Stelle wieder anknüpfen kann mit diesem Continue. Auch im jedes Mal, wenn man spielt, hat man diese Möglichkeit, letzte Checkpoint, an den letzten Punkt des Checkpoints dann weiterzumachen. Ja, das hat wahrscheinlich nicht, ist nicht ohne Grund so, ne, denn das Spiel ist ziemlich schwierig. Ja, keine Ahnung, vielleicht schaffe ich das irgendwann mal. Aber wie gesagt, ist knackig. Ich lasse es jetzt bis dahin. Ihr habt einen kleinen Einblick bekommen und warum soll ich das jetzt nochmal in die Länge ziehen? Ja, falls ihr das Spiel gespielt habt und auch an der Stelle gescheitert seid, dann schreibt mir, aber auch wenn ihr an der wenn ihr die Stelle packt und für mich Tipps habt, was ich machen könnte. Naja, viel zu machen ist ja eigentlich nicht. Ich weiß ja, was ich zu tun habe, aber wer weiß, vielleicht habt ihr einen Tipp, dann schreibt es mir bitte auch. Und ja, ansonsten hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video. Bis bald. Ciao, ciao.